will nicht mehr viel. So, das sind diese Supplies, die man finden muss. Zack. Und er ist down. Mitnehmen. Glaube ich. Zack. 16%. Ja. Ah, wie viele heute noch? Nicht mehr viele. Dann hat sich das hier erledigt. Stirb! Stirb! Okay, er ist down. Okay, dann nehmen wir das nochmal mit. Was nehmen wir mit? So, meines Auffassungs nach müsste ich, glaube ich, noch zwei töten. Zack. Und stirb. Zack. Jawohl. Da war es nur noch einer. Ich habe noch eine Minute, um einen zu töten. Ah, die Server werden langsam voll. Scheiße, wenn man international spielt. Laufen, 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 laufen. Ich brauche noch eine Minute. Oh, da ist er. Okay. Zack. Töten. Töten. Stirb! Ah. Und. Challenge complete. Oh, Gott sei Dank. Loot Rewards. Was wollen wir denn haben? Ich glaube, ich nehme die Beute. Ja. Ich habe das, was ich auswähle, eine zweifach höhere Chance, dass das ausgewählt wird. Bisher war es immer so bei mir, dass ich das dann auch gekriegt habe. Jawohl! Und dann kann man nämlich einen Beutel ausrüsten. Und dann hat man mehr Platz zum Lagern. Kann ich leider nicht nutzen. Oh. Übrigens, das ist die Siedlermission hier. Indem man so macht. Funktioniert nicht. Was brauche ich denn für. Alter Schwede. Ja, ich muss noch mal ein bisschen Ressourcen farmen gehen, sehe ich gerade. Oh, da ist noch eine Kiste zum Mitnehmen. Einmal zum Mitnehmen, bitte. Danke. So, und dann mal weitermachen. Oh, da ist dann eine Quest, die man machen kann. Gut. Zack. Aber wir gehen jetzt erst zurück, weil ich nämlich wissen will, welche Quest ist das? Und zwar die zum Trainingsbot. Weil ist wichtig für weitere Funktionen. Ja. Bye. Okay. Achso. Hat er schon gebeit. Das ist nämlich dann diese Fähigkeiten, die man kaufen muss. Oder kaufen kann. Hat er Use Set. Und jetzt habe ich noch eine zusätzliche Fähigkeit. Das ist quasi der Trainer. Deswegen hat er auch so komische Waffen. Um kurz darauf einzugehen, Assault, Angriff, Unterstützung, Utility. Weiß ich gar nicht, was das alles ist für Zeug. Will man in einem späteren Spielverlauf sehen, und vor allem, wenn es auf Deutsch ist. Wie das genau funktioniert. Ah, okay. Und Path ist natürlich die Stufe des, ja, des Pfades, die man gewählt hat. Dann hat man hier noch den Skill Tree, der ja schon ausführlich ist, ne? Also man hat natürlich dann die drei Klassen und die Verbindungen aus den jeweiligen drei. Ist ein bisschen komplizierter. Ich werde mich da auch nicht festlegen, wie gesagt, ich spiele hier jetzt quasi die Closed Beta. Also die für Vorbesteller. Ja, ist ja gut, ich kümmere mich drum. Und wenn es soweit ist, dass es rauskommt, werde ich mir dann nochmal was einfallen lassen. Wobei ich auch dann eure Hilfe sehr zu schätzen wüsste, wenn ihr mir da helft, weil. Ja, ich bin halt nicht so der Überflieger.
Was? Ja, wie gesagt, ich bin noch nicht so der Überflieger, was das Skillung angeht, aber ich denke, wenn ich das nachher als richtiges Spiel haben werde, werde ich wahrscheinlich eher erkennen, wofür was ist, wie ich es benutzen kann und so weiter und so fort. Wird sich also vieles erklären. Nein! Die Sau! Einfach weggelootet. Hätte ich ja nie gemacht, sowas. Echt nicht. Das ist voll gemein. Das giltet auch eigentlich nicht. So, ich würde sagen, wir machen gleich den. Dann lassen wir erstmal die Quest hinten anstehen. Für den Siedler. Scheiße, irgendjemand hat schon alles aufgebaut. Gucken wir mal, ob das geht, dass ich die trotzdem abschießen kann. Aber hat auch Vorteile für mich, weil dann muss ich das nicht alles machen. So, ah, guck mal, da kann man nämlich noch was bauen. Zack. Ja. So, das ist nämlich das, wovon ich sprach. Hier war ja vorhin nur diese Station. Jetzt hat man hier ein Military Outpost hingebaut. Dann habe ich einmal dieses hier. Critical Hits. Dann habe ich den hier. Shields. Und nochmal die Laufgeschwindigkeit erhöht. Alles in allem ganz nett. Mal gucken, wie lange das noch geht. 7 Minuten. Und nicht genug. 5 Minuten. 8 Minuten. Dann werde ich den Shield Boost mal bauen, wenn ich das nächste Mal hier vorbeikommen kann. Und die Quest machen kann. Ah, okay. Das kann man mitnehmen. Journal. Zack. Ja. Hier. Double kill. Double kill. Yeah. Was ist denn? Lol. Ja, dann warum nicht, ne? Wenn für lau, dann ja. So, dann nehmen wir mal mit, was wir hier haben. Den haben wir noch. Commander Duke, Fine Scientist Luke. Ja, machen wir erstmal die Quest. Weil die finde ich noch ganz interessant. Okay. Follow the special anomaly. Okay. Wie lange ich gewartet habe, bis ich das gerafft habe, was man hier machen muss. Okay, der Anomalie bin ich gefolgt. Dann sag mal an, was hier los ist. Elden Statue. Wie gesagt, die Eltern sind halt das alte Volk von diesem Planeten. Ich gehe mal einmal zurück, bevor ich die nächste Quest anfange. Autsch. Also ich hätte keinen Schaden genommen, wenn ich da vorne runtergegangen wäre, wo ich hochgekommen bin. Aber da ich ja keine faule Sau bin, laufe ich einfach querfeldein. Ich finde, man muss LPs auch nicht unnötig in die Länge ziehen, oder? Oder mit sinnlosen Dingen füllen. Das ist alles. Alles Quatsch ist das. Alles Quatsch. Alles Quatsch. So. Na, 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 na. What's your status? Sinnlos Dinge fühlen, das ist echt nicht so. Oh, geil, das funktioniert sogar. Seht ihr? Hat sich sogar was getan. Also, es ist eine Woche her, dass ich gespielt habe. Da ging das nämlich nicht, dass man einen zweiten Beutel einführen konnte. Er hat einführen gesagt. Ach, werdet erwachsen, Kinder, jetzt ehrlich. Ist auch nicht mehr lustig jetzt. Ja, ist gut. Du bist schneller als ich, habe ich gesehen. Ich will dein Zeug gar nicht haben. Oh, da ist einer zerfallen. Schnell jetzt. Zack. Und dann zack. Und zack. Verdammt. Das heißt, ich muss noch was bauen. Shit. Dachte, ich wäre jetzt durch mit dem Thema. Verdammt. Okay, eben auffrischen, bevor ich anfange hier irgendwas zu machen. Oh, da kann man übrigens.
Oh, ganz wichtig. Nee, das wollte ich gar nicht. Ich wollte das machen. Ein Feuer entzünden. Scheint immer wieder wichtig zu werden. Verdammt. Und richtig geil ist... Challenge begins. Oh, schon wieder. Oh, das ist echt. Oh. Will ich das denn? Will ich das wirklich? Ja, aber natürlich will ich das. Sterbt ihr Lutscher. Triple kill. Ah, ja, nur ich weiß nicht, ob das hier so richtig funktioniert. Double kill. Da hatte ich schon so meine Probleme manchmal mit. Da ist so mal eine Quest. Double kill. Triple kill. Yes! Level up! See rewards, ja. Gucke ich mir gleich an. Kannst ja mal ein bisschen langsamer angehen lassen, wenn man noch 4 Minuten hat. Nein. Oh, ja, jetzt muss aber hier einiges passieren, ne? Sonst, Double kill. Jawohl. Alles richtig gemacht. Das ist echt ein bisschen ätzend mit diesen. Double kill. Triple kill. Super kill. Super kill. This is super geil. Ah, das war was anderes, ne? War das nicht irgendwie so Supermarkt oder irgendwie sowas? Double kill. Jawohl. Er macht ganz schön Schaden, kann das sein? Aber dafür, dass ich stehen bleiben muss? Ich glaube, in einem Verlies, beziehungsweise in einer Instanz ist das echt ein bisschen, könnte das echt ein bisschen interessant werden. Wenn ich ständig stehen bleiben muss, um dann Kills zu machen, ist halt irgendwie auch ein bisschen mäh. Aber gut. Das ist halt echt ein bisschen ätzend, dass jetzt die ganzen Leute hier das halt abfahren. So, da vorne muss ich eigentlich hin wegen der Quest. Aber ich gehe erstmal hoch. Und Double kill. Ich hab. Boah, Satan! Scheiß drauf. Triple kill. Killen ist nur einmal im Jahr. Da hat mir. Meine. Schlampe. Super kill. Da wollte er mich wegstampfen, die Sau. Das ist meine. Okay, dann wir das noch mitnehmen. Ja, noch 2 Minuten, um irgendwie 10% hinzukriegen. Die magische 10%-Hürde. Oh, 4% für 2 Tötungen. Das ist nicht so gut gelaufen, wie ich das gehofft hatte. Double kill. Triple kill. Ich muss echt nochmal gucken, wie das ist mit der Skill auf 4. Den habe ich jetzt immer so ein bisschen außen vor gelassen, wenn ich ehrlich bin. Wenn die anderen halt auch schon ordentlich reingehauen haben. Challenge complete. Double kill. Ah, okay. Der lädt sich auf. Ja. Loot reward. Ach komm, wir versuchen es nochmal in die Taschen zu kriegen. Ich weiß nicht, ob sich der Loot nachher noch ändert. Ich glaube ja. Bin mir nicht mehr sicher. Ja, muss ich ja. Nein! Seht ihr? Hat man nicht immer Glück. Man hat mal Glück, man hat mal Fisch. Zack, weggebämmt. Double kill. So, mitnehmen. Okay, Rescue Prisoners. Die, ich weiß zufällig, dass die hier drin sind. Nein, zufällig.